Als Inhaberin von Castfinder All-in-One Casting weiß ich, dass die meisten Bewerbungen gar nicht erst richtig angeschaut werden. Warum das so ist und wie du das verhindern kannst, das verrate ich dir im Laufe des Videos. Erstmal möchte ich sagen, dass ich das ein Stück weit auch verstehe, dass Schauspieler oder Darstellerinnen denken, hey, ich muss vor der Kamera gut sein, ich muss mich ja nicht über Bewerbungen beweisen. Das ist ja nicht meine Stärke. Aber überleg mal so, egal wie toll das Produkt ist, jede Firma der Welt betreibt irgendeine Form von Marketing, ob es sehr aktiv ist oder ob es ist, dass alles gut aussieht, die Verpackung schön ist und so weiter. Das heißt, das kannst du eigentlich auch für dich als Schauspieler transportieren. Es ist einfach so, dass niemals das reine Spiel zählt, sondern auch das Drumherum. Und warum ich das total verstehe, ist, weil wenn du sehr unprofessionell auftrittst, dann denkt der Caster oder Besetzer, Regisseur, wer auch immer, dass du auch am Set nicht 100% gibst. Also das ist ja ein Stück, ja, deines Auftretens, das für oder gegen dich spricht. Bevor ich dir verrate, wie es gut geht, möchte ich dir erstmal die gröbsten Fehler verraten, die wir wirklich so erstaunlich oft sehen. Also, Punkt Nummer 1, sehr oft unkorrekte Bewerbungswege. Aus unserer Sicht ist es zum Beispiel so, wir haben eine Casting-Datenbank, da sind insgesamt jetzt über 10.000 Darsteller, Schauspieler, Schauspielerinnen, Darsteller aller Art drin. So. Und dann schreiben wir einen Job aus und es bewerben sich natürlich jedes Mal hunderte Personen. Und wir erleben es ganz oft, dass sie sich nicht ansatzweise korrekt bewerben. Weil eigentlich ist es so, das kannst du übrigens auch machen, bei uns in der Datenbank ein kostenloses Jobprofil erstellen und da kannst du dann im Profil bei den jeweiligen Jobs auf Bewerben klicken. Und manch ein Bewerber meint immer mal, ja nö, schick lieber eine E-Mail. Das wird aber von uns nicht bearbeitet, weil da müssten wir ja die Fotos, die Videos nehmen, das PDF, alles in unsere Datenbank eintragen, damit es beieinander ist. Denn der Kunde bekommt das später auf einen Blick, kann kommentieren, Feedback geben, hat alles beieinander. Denn du musst bedenken, im Castingmarkt ist immer wenig Zeit. Das kennst du vielleicht auch so vom restlichen Filmmarkt, ne? Dass Zeit, Budget immer so entscheidende Punkte sind. Und dementsprechend, wenn eh so viele Bewerber und Bewerberinnen da sind, warum dann denen hinterherlaufen, die sich nicht korrekt bewerben. Ganz wichtiger Punkt. Dann erleben wir es auch, dass innerhalb der Datenbank, wenn sie das korrekt gemacht haben, da viel passiert. Zum Beispiel die Fotos nicht brauchbar sind, weil noch andere Personen mit drauf sind, weil sie die Person nicht gut zeigen, weil sie vielleicht zugestylt ist, weil es zu viele verschiedene Fotos sind, irgendwie vom Set in 20 Kostümen und wir nicht wissen, welches nehmen wir denn jetzt auf die Schnelle und dann vielleicht ein schlechtes nehmen. Wir haben auch zum Thema Fotos ein eigenes Video, also da kannst du gerne auch nochmal weiter rein eintauchen. Dann, wenn Videos gefordert sind, passiert schon mal, dass die über einen irgendeinen externen Link, wo wir sie dann runterladen müssen, innerhalb von 7 Tagen, aber bis die Vorschläge beim Kunden sind, sind die 7 Tage um und er macht sich nicht den Aufwand, die runterzuladen. Also das sind so Sachen, dass du wirklich guckst, alles kompakt gut beieinander zu haben, ganz wichtig. Und ich glaube, du kannst dir jetzt ganz gut vorstellen, dass wir ja Bewerbungen ignorieren, wenn sie nicht gut nutzbar sind. Und größter Nachteil ist, dass du auch negativ auffällst. In Extrembeispielen, wo ich merke, da wurde so gar nichts gelesen, ich werde vielleicht nachts auf Facebook angeschrieben statt einer richtigen Bewerbung. Tut mir leid, aber die Person ist dann eher negativ abgespeichert im Kopf. Also du siehst, deine Chancen, Jobs zu bekommen, erhöhen sich automatisch gigantisch, wenn du die Dinge wirklich vernünftig machst und dir die Zeit nimmst.
Aber erst danach wird es natürlich wirklich spannend, wenn du schon mal unter den ordentlichen Bewerbern bist, gilt es ja dann auch noch, so positiv aufzufallen, dass du zahlreiche Rollen bekommst. Auch da gibt es einiges zu optimieren, mal grob angeschnitten. Also, bei den Fotos geht es darum, transportierst du einen zu dir passenden Rollentypen? Bist du in deiner vollen Präsenz entspannt, ausdrucksstark, ohne dich zu verstellen? Und zeigst du auch ein bisschen verschiedene emotionale Facetten von dir, aber ohne dich zu verstellen? Ganz, ganz wichtig. Und da empfehle ich immer, mit einem Profi zu shooten, mit extra Schauspielfotografen. Wir zum Beispiel bieten es auch an, denn das ist was ganz anderes, als wenn du zum 0815 Studiofotografen gehst, der dich einfach ablichtet, lächel mal, ja, ich guck mal, dass du in einer coolen Pose bist. Darum geht es nicht bei den Fotos. Genau, und den Rollentypen, der sollte sich dann auch später ins Video weiterziehen. Also das sollte sehr gut zu den Fotos passen und sehr, sehr durchdacht sein, damit du da positiv auffällst. Dann macht es auf jeden Fall Sinn, den Bewerbungstext zu optimieren, damit du in wenig Zeilen sehr klar und deutlich deine für dich wichtigsten Punkte rausbringst, ohne da so ellenlang aufzulisten, bei welchen 100 Jobs du schon dabei warst, sondern wirklich kompakt, on point. Also da lohnt sich auch auf jeden Fall Zeit reinzustecken. Also du siehst, die optimale Bewerbung macht wirklich viel aus. Wenn du zu den etwa 83% gehörst, die sich nicht optimal bewerben, wird deine Bewerbung nicht mal umfangreich angeschaut und vielleicht hinterlässt du sogar einen negativen Eindruck. Wenn sie aber optimal ist, verspreche ich dir, dass du, auch wenn du eine Rolle nicht bekommst, weil du vielleicht vom Typen nicht optimal passt, du bleibst positiv im Kopf. Ich habe die wenigen Menschen bei uns in der Kartei, wo alles stimmt, definitiv alle im Kopf. Es lohnt sich, und zwar jetzt, denn denk dran, jedes Mal verlierst du den Job und verlierst deinen Eindruck. Arbeite bitte unbedingt dran. Wenn du das Gefühl hast, klar, im YouTube-Video konnte ich das jetzt nur oberflächlich anschneiden, wenn du da mehr Infos haben möchtest, die garantiert Gold wert sind, weil wir ja wissen, wie es funktioniert, dann schau mal unter dem Video. Wir haben ein Special entwickelt. Normalerweise haben wir nur ein umfangreiches Ausbildungsprogramm, aber jetzt haben wir so einen kleinen Mini-Online-Kurs entwickelt, der alle Basics zum Bewerben beinhaltet, mit dem du garantiert schon einige Schritte vorankommst. Trag dich gerne unter dem Video ein und schon bist du dabei.